Wie angekündigt, werde ich heute auf den rückläufigen Merkur eingehen und damit grüße ich euch ganz herzlich. Der Merkur ist rückläufig vom 30. August bis 22. September 2016 und das bedeutet für alle, in vielen Dingen vorsichtig zu sein. Merkur ist der Götterbote des Kosmos und für alle Arten der Kommunikationen und Informationen zuständig. In seinen rückläufigen Phasen kennzeichnet er sich durch ein häufiges Auftauchen von Schwierigkeiten auf der Ebene der Kommunikation. In der Regel ist es ein Nachteil, bei rückläufigem Merkur wichtige Kommunikationsgeräte wie zum Beispiel Telefonanlagen oder Computereinrichtungen zu kaufen bzw. einzurichten. Wie auch wichtige Verträge, mündliche Absprachen oder Kündigungen, gleich welcher Art, sollten nicht getätigt werden. Ein Beispiel dazu ist die Präsidentenwahl in der USA am 7. November 2000, dessen Ausgang wochenlang offen blieb. Erst nach Wochen wurde George W. Bush durch Richterbeschluss zum Wahlsieger bestätigt. Darin seht ihr die Schwierigkeit. Hilfreich jedoch ist der rückläufige Merkur für eine Überarbeitung bereits früher begonnener Arbeiten zur Planung und Revision. Dies sollte nicht unbeachtet sein. Habt ihr noch Fragen hierzu? Oder habt ihr dazu auch Berichte, Erfahrungen? Diese könnt ihr mir über Kommentar in YouTube stellen oder auch in Derias Blog. Teilt mir mit, ob es euch gefällt, was ich berichte. Nur so kann ich für euch wertvolle Themen erklären und übermitteln. Herzlichst, Deria.